mal sprechen mit dem Tierschutzaktivisten Christian aus Münster. Ein Pseudonym, das können wir auch noch mal klären für alle, die später eingeschaltet haben. Christian, Sie dringen immer wieder illegal, so müssen wir es sagen, in Stallungen, in Mastbetriebe einfilmen und fotografieren vor Ort, um auf Dinge aufmerksam zu machen. Sagen Sie uns noch mal genau, warum machen Sie das? Also erstmal ganz kurz der Exkurs noch. Es ist eine juristische Grauzone. Es gibt keine wirklichen Urteile. Gerade wurden Aktivisten wieder freigesprochen. Das heißt, ob es jetzt illegal ist oder nicht, ist die eine Frage. Ob das überhaupt eine Rolle spielt, ist eine andere. Mhm. Denn die Gesetze in Deutschland, das Tierschutzgesetz und die Tierschutznutztierhaltungsverordnung, die legalisieren solche Zustände. Zustände, die ganz implizit mit Leiden, Schmerz und eben auch Tod dieser Tiere verbunden sind. Und deswegen sehen wir es uns als unsere moralische Pflicht an, diese Grenzen auch zu übertreten, um auf diese Missstände in unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen. Das war ein gut zusammengefasster Standpunkt von Ihrer Seite nochmal. Wir wollen jetzt aber auch nochmal einen ganz anderen Standpunkt hören. Und den hat Sandra. Wir quatschen gleich weiter. Ja, bevor Sie jetzt heute Nachmittag bei uns sagen, na ja, Sie lassen nur die Aktivisten zu Wort kommen. Nein, natürlich nicht. Wir wollen beide Seiten hören. Und deshalb ist Erich Gussen heute Nachmittag bei uns. Da freue ich mich sehr rüber. Er ist vom Rheinischen Landwirtschaftsverband. Und Sie haben sehr viel natürlich mit anderen Landwirten zu tun, die sagen, bei mir in den Mastbetrieben wurde zum Beispiel schon eingebrochen und wurde auch illegal gefilmt. Wenn Sie das jetzt gerade gesehen haben, diese Bilder, die wir hatten und auch hören, was Christian sagt, was denken Sie dabei? Was sagen Sie dazu? Ja, wie Sie schon sagen, ich habe Kontakt zu Kollegen, wo das passiert ist. Und der Effekt ist dabei, was uns damit passiert, was den Landwirten passiert. Wir werden ja dann immer dargestellt, als wenn wir jetzt besondere Tierquäler oder sonst wie wären. Und in dem Moment, wo da in dem Stall eingebrochen wird, es ist ja schon deutlich geworden, dass es illegal ist. Das ist Hausfriedensbruch, das ist das eine. Aber für uns Landwirte ist es dann auch so, das ist ähnlich wie auch bei Wohnungseinbrüchen, das ist ja der psychologische Effekt. Man wird praktisch an den Pranger gestellt und es hat den Anschein, dass da was Falsches in den Ställen stattfindet, wenn so ein Einbruch stattgefunden hat. Und das ist für die Familien, für die Kollegen psychologisch ein großes Problem, was sie da verarbeiten müssen. Und das prangern wir an, dass das eigentlich so breit getreten wird und auch in den Medien so veröffentlicht wird, bestimmte Bilder und auch mit Namen hinterlegt wird, ohne dass das schon deutlich ist, dass das ein Vergehen ist. Der Kollege da hinten hat es ja auch eigentlich gesagt, es gibt Tierschutzgesetze, die auch eingehalten werden, aber er will weitergehen. Mhm. Und das ist das, was uns da bewegt und was die Kollegen wirklich belastet. Wenn Sie sagen, das belastet wirklich und das sorgt dafür, dass man angeklagt wird, obwohl man vielleicht in seinem Betrieb ordentlich arbeitet, sage ich jetzt mal, was bedeutet das? Wie sieht das aus? Also wir sind in irgendeinem Ort, zum Beispiel jetzt im Münsterland oder wo auch immer, so, und da wird in einem Mastbetrieb gefilmt. Was passiert dann? Ja, die Bilder werden ja teilweise ins Internet gestellt, in den sogenannten sozialen Medien veröffentlicht, mehrfach angeklickt. Und je öfter irgendwas heute aufgerufen wird, umso mehr Glaubwürdigkeit ist dahinter. Aber es sind ja nur immer Ausschnitte. Und das wird dann publik und den Kindern widerfährt es dann auch wirklich in den Schulen, dass die angegangen und gemobbt werden, dass gesagt wird, ihr seid der Tierquäler. Mhm. Und das ist eine Sache, da muss man drüber reden, dass das so nicht gemacht werden kann. Wir haben einen Staat mit Gesetzen. Und der ist dafür da, dass das auch kontrolliert wird. Mhm. Und wenn Missstände da sind, dann sollen die auch behoben werden. Das ist ganz klar. Aber dafür gibt es ja auch die Veterinärämter. Mhm. Und wenn sich dann aber bestimmte Leute dazu erkoren haben, selber Justiz zu ergreifen und das dann öffentlich zu machen, ohne vorher klarzustellen, dass da wirklich was Schlimmes stattgefunden hat. Das ist die Problematik, die dahinter ist. Das ist natürlich, wenn Sie beschreiben, dass Schüler in den Schulen gemobbt werden, Mädchen und Jungs, Kinder, also von Leuten, die diese Betriebe haben, finde ich auch, geht das überhaupt nicht. Aber da ist natürlich auch die Frage, dass da die Menschen in den Orten nicht weiter nachfragen und erstmal oder dann sofort natürlich verurteilen. Sie haben gerade gesagt, man muss darüber reden, was da passiert. Und das wollen wir heute Nachmittag machen. Und deshalb würde ich jetzt Marco und Christian auch gern zu uns bitten. Denn wenn wir jetzt auf diese Entfernung miteinander sprechen, ist das natürlich auch nicht schön. Es ist klar, es ist für Sie ein Aufregerthema. Es ist für Christian genauso ein Aufregerthema. Christian, wir haben jetzt gerade schon gehört, die Veterinärämter, die können doch da was machen. Und Sie haben auch in so einem ersten Gespräch mit Marco heute erzählt, klar, Sie erstatten dann auch Anzeige bei den Veterinärämtern. Was passiert dann? Das ist immer ganz unterschiedlich. In manchen Fällen passiert tatsächlich was, da werden dann Auflagen erteilt. Der Betreiber muss den Stall öfter mal sauber machen oder muss diese oder jene Praktik abstellen. Da gibt es sehr viele Beispiele zu. Aber unsere Erfahrung zeigt, dass die behördlichen Kontrollen noch nicht einmal diese minimalen Tierschutzgesetze teilweise in den Ställen umsetzt. Da wird untereinander gemauschelt, da werden Ställe
teilweise jahrelang betrieben ohne eine Genehmigung. Oder beispielsweise, was in der Schweinezucht momentan passiert. Die gesamte Schweinezuchtbranche in Deutschland ist ein einziger großer Verordnungsverstoß. Also Sie sagen, da gibt es die Gesetze, aber die werden gar nicht umgesetzt? Abgesehen davon, dass diese Gesetze keine Tiere schützen, werden diese Gesetze teilweise nur sehr lapidar umgesetzt. Nehmen Sie gerne Stellung. Herr Gussen, genau. Ja, es ist ja erstaunlich, wenn jetzt das gesamte Rechtssystem und die Behörden angezweifelt wird, dass die das entsprechend verfolgen würden. Also ich kann es aus meiner praktischen Erfahrung, bekomme das mit, weil ich auch Kontakte dazu habe zum Veterinäramt, dass da entsprechend durchgegriffen wird und dass die entsprechenden Gesetze auch umgesetzt werden. Und jetzt zu behaupten, da wurde irgendwas gemauschelt, wie Sie gesagt haben, das ist also schon sehr gewagt. Sie gehen mit Ihren Forderungen ja weit über den Tierschutz hinaus. Sie sagen ja eigentlich überhaupt keine Nutzung von Tieren. Das ist richtig. Und das ist eine Diskussion, die man ja eigentlich abseits dieser ganzen Sache führen sollte. Und es gibt aber andere Tierschützer, die gehen eben hin und veröffentlichen das, was sie in Stellen fotografiert haben. Es ist ja eben bei den Einspielern auch schon mal gezeigt worden. Wir hatten früher auch selber Schweine. Und wenn man in eine Box reingeht, mitten in der Nacht, mit Scheinwerfern, dann sind die Schweine ja auch zuerst mal aufgeschreckt. Wenn da eine fremde Person reinkommt, das ist ja auch ein Aspekt, der von denen ja auch gar nicht berücksichtigt wird. Und die Schweine liegen alle in einer Ecke im Stall. Alle aufeinander. Und der Rest, was machen die so? Der Rest vom Stall ist frei. Also wir haben selber Schweine gehabt, das können Sie mir glauben. Und ich habe auch, mit Tieren bin ich umgegangen. Und das ist ja der Effekt. Und mit einzelnen Bildern, die so dargestellt werden, kann man viel verfälschen. Ich denke mal, Sie im Fernsehen wissen das besser als jeder andere, was man mit Bildern heute bewegen kann. Und deshalb ist es immer wichtig. Und wir laden ja auch Leute in den Stall ein, auch Bürger in den Stall ein. Und immer, wenn Tag der offenen Tür ist und Hof ist, kommen die und können sehen, was passiert. Und ich weiß, es wird ja auch immer bemängelt, dass Ställe abgeschlossen sind oder Zäune drumherum sein müssen. Auch da ist das eine gesetzliche Vorgabe, was gemacht werden muss. Wir machen das nicht aus Spaß und Dollerei, sondern es sind gesetzliche Vorgaben. Und da sind wir in einer Zwickmühle geraten, dass es gesetzliche Vorgaben gibt und die Gesellschaft wieder was anderes fordert. Es gibt auch einen Professor Barr, der einen ganz geschickten Vortrag dazu gehalten, dass eigentlich die Forderungen, die die Gesellschaft macht, nicht mehr mit den Gesetzen und das andere zusammenpasst und er selbst nicht mit dem Verhalten der Gesellschaft. Also Verbraucherverhalten, das widerspiegelt sich ja gar nicht. Und das ist die große Problematik. Und in dem Moment, wo die Landwirte dann einfach an den Pranger gestellt werden, was damit ja passiert, was gemacht wird, das sind Methoden wie im Mittelalter. Und ich habe gemeint, wir sind nicht mehr im Mittelalter, wir haben eine liberale, aufgeklärte Gesellschaft. Deshalb haben wir ein Rechtssystem. Eine liberale, aufgeklärte Gesellschaft, die Tiere quält und tötet. Nein. Nichts anderes haben wir. Also Ihr Standpunkt ist, habe ich ja verstanden, dass Sie überhaupt keine Nutzung von Tieren haben. Sie wollen keine Eier essen, Sie wollen keine Milch trinken. Aber Sie haben eben schon gesagt, das ist ein anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber wir können ja ruhig anfangen, dass der Mensch mal Jäger und Sammler war und dass es dann die Landwirtschaft gegeben hat und dass die Landwirtschaft heute Nahrungsmittel in Form von Fleisch und pflanzlichen Nahrungsmittel zur Verfügung stellt. Dann sind wir aber sehr weit. Ich glaube, das sprengt den heutigen Rahmen. Herr Bussen, es ist klar. Es ist aber klar, dass an den Pranger stellen kann so nicht funktionieren. Denn wir haben Gesetze, da halten wir uns dran. Und da, wo es nicht eingehalten wird, das ist das Veterinäramt. Und da können Sie, wenn Sie was gefunden haben, klagen. Und da sage ich auch ganz klar, das kann nicht sein, dass das dann einfach so veröffentlicht wird und die Leute an den Pranger gestellt werden. Dafür haben wir Gesetze und den Staat da. Der ist dafür in erster Linie da. Aber wir haben viele Zuschauer, die ja auch in die Richtung gehen, da läuft irgendwas falsch. Das kann nicht so sein. Sie haben auch gerade schon angesprochen, dass die Gesetze und die Meinung der Gesellschaft so ein bisschen auseinandergehen. Jetzt muss ich mal fragen. Bestimmte Forderungen, Sie, ja, wenn wir uns hauen. Ganz kurz, Entschuldigung. Sagen Sie, ist es alles in Ordnung, so wie es läuft in der Landwirtschaft, so bei uns in Deutschland, in diesen Mastbetrieben? Ist es alles gut? Ist es alles in Ordnung? Also es gibt überall immer mal Probleme. Das gibt es aber in allen Bereichen der Industrie, in allen Gesellschaftsbereichen, dass da Kollegen sind, die vielleicht nicht so nach den Gesetzen handeln und dass es da diese Bilder gibt, die auch gemacht werden, die kann man ja nicht wegleugnen. Aber die sind immer nur punktuelle Betrachtungen und die Kameras hängen ja, ja. Ja, aber da können Sie ja gleich zu Stellung. Ich freue mich schon. Gerne lachen, aber wie gesagt, ich habe selber auch Tiere gehabt und ich weiß, wie man damit umgeht. Sie sagen, Sie haben selber ja keine, sondern befreien die nur. Das ist nochmal ein Unterschied, mit Tieren umzugehen und sich auch täglich mit denen zu beschäftigen, als sich nur dafür einzusetzen und zu sagen, wir wollen das gar nicht. Ja. Also, es gibt Gesetze, das ist das Tierschutzgesetz und darüber hinaus gibt es immer noch weitere Forderungen aus der Gesellschaft. Das ist ja auch ein Einspieler gewesen mit dem Tierwohl.
Und das sind Forderungen, die gehen darüber hinaus. Aber nehmen wir jetzt noch mal den Punkt, Sie sagen selbst, es gibt schwarze Schafe. Was sagen Sie, Christian, zu dem Vorwurf, dass Sie als Tierschutzaktivist quasi die ganze Branche über einen Kamm scheren und das quasi pauschalisieren? Wir machen in unseren Veröffentlichungen immer klar, bei was es sich um Einzelfälle handelt und bei was nicht. Sie haben immer wieder angesprochen, ich glaube, Sie möchten einfach diese öffentliche Debatte nicht. Und Sie möchten nicht, dass diese öffentliche Debatte anhand der Bilder passiert, die auch teilweise wir veröffentlichen. Wie kann es denn sein, dass vor 2 Jahren eine Praktik, die in der Schweinezucht teilweise gang und gäbe war, nämlich dass Ferkel, die nicht überlebensfähig sind oder angeblich nicht überlebensfähig sind, auf Stallböden und Betonkanten geschmissen werden. Das ist etwas, was nur eine Veröffentlichung durch Tierrechtsvereine hat geschafft, dass es da eine Debatte gibt. Was am Ende ja auch ein paar Gesetze und so weiter da verändert hat, Verordnungsdurchführungen und so weiter. Das ist der Großbetrieb im Osten gewesen, der Strafmann. Das stimmt nicht. Das wurde auch in Stellen in Niedersachsen nachgewiesen. Also ich kann für mich festhalten, und das kann ich nur noch mal betonen, es wird verallgemeinert und wenn Sie sagen, Sie machen es anonym, aber für uns Landwirte ist halt nicht nur Sie, sondern es gibt auch andere, die da ganz vorgehen und Namen nennen und die Bilder veröffentlichen. Und ein Beispiel aus dem letzten Jahr, und das ist auch bezeichnend, da ist ein Kollege im Bergischen von einem Bullen zu Tode gekommen. Mhm. Und im Internet und überall auf den Medien ist veröffentlicht worden, hurra, der Bulle hat sich von seinem Sklavenhalter befreit. Also das war ein Drama, das war ein Drama für die Familie. Und was da so passiert in den Medien, ganz klar, von Ihren anderen, die sich dafür einsetzen. Wenn Sie sagen, Sie machen es anonym, aber wir reden ja allgemein über das. Und das wird ja in den Medien nicht auseinandergehalten. Na, ich glaube, jetzt verallgemeinen Sie auch ein bisschen. Ja, Sie verallgemeinen einen kleinen Verein, der innerhalb der Bewegung überhaupt nichts zu sagen hat, mit allen anderen Tierschützern. Wir veröffentlichen keinen Namen. Ich habe Sie doch die ganze Zeit ausreden lassen. Darf ich jetzt vielleicht auch einmal ganz kurz nicht auseinanderhalten, welcher Verein denn da jetzt unterwegs ist. Wenn da wirklich Hurra geschrien wird und die Familie hat einen Todesfall gehabt. Das ist Menschenfeindlichkeit, die ich genauso verachte wie Sie. Ich gebe Ihnen doch gerade recht. Keiner mehr was. Wir unterbrechen an der Stelle einfach mal. Wir lassen noch mal jemand anders zu Wort kommen. Und zwar Peter Heimberg. Er ist Leiter vom Tiergesundheitsdienst Nordrhein-Westfalen. Und sein Vorwurf ist, die Tierschützer würden das, was sie in Mastbetrieben sehen, falsch einschätzen oder bewerten. Es kam von Ihnen eben auch schon, dass das vielleicht falsch gesehen wird. Und, wir zeigen Ihnen den Ton noch mal eben dazu. Ich denke, das sind natürlich immer auch besondere Einzelsituationen, die aus dem Kontext gerissen werden. Und wenn ich in einem Stall 1000 Tiere halte, dann werde ich auch immer mal die Situation haben, dass ein einzelnes Tier dort verendet, stirbt und dort vielleicht auch liegt. Und wenn ich sowas isoliert dann zeige, ist das natürlich dramatisch. Herr Gussen, was sagen Sie zu der Meinung von Herrn Heimberg? Ja, das habe ich ja eben auch schon gesagt. Und wo viele Tiere sind und in Stellen, gerade bei Hühnern, sind über 1000 Tiere und dass da auch Kranke und nochmal verendet dabei sind, die müssen da rausgeholt werden, aber man steht ja nicht immer daneben. Und das ist genau der Effekt, den wir bemängeln. Und das tut uns genauso weh, wenn da ein Tier verendet. Und wir tun ja auch alles, dass sie nicht verändern. Das ist ein Verlust. Das sagt der Denn wir müssen ja auch davon leben. Das ist ganz klar. Es ist ein bisschen abstrus, wenn Sie hier sitzen und sagen, das tut Ihnen leid, wenn ein Tier verendet. Ihre Industrie und die Industrie, die Sie hier heute vertreten, baut darauf auf, dass Tiere sterben. Das ist eine Industrie, die auf Tod aufgebaut ist, weil der Tod dieser Lebewesen in dem Produkt, was sie verkaufen, implizit mit eingegriffen ist. Es ist doch Wahnsinn, wenn die Leute sagen, das ist schlimm zu sehen, ein totes Tier. Die Konsumentinnen und Konsumenten sehen jeden Tag ein totes Tier auf ihrem Teller, wenn sie ein Schnitzel oder ein Steak essen. Jetzt sind wir wieder bei Ihrer Grundsatzdiskussion. Und zwar ist das Ihr Anliegen, überhaupt keine Tiere zu nutzen. Aber es ist nun mal, der Verbraucher möchte Eier, möchte Milch, möchte Fleisch. Und das müssen wir öffentlich diskutieren. Das ist schon ein Unterschied, wenn Sie sagen, überhaupt nicht zu nutzen. Und wenn Sie sagen, wir leben ständig mit dem Tod, was wir machen, das ist natürlich ein Fakt, weil die Tiere werden geschlachtet, weil sie Fleisch. Aber dann reden wir nicht über Tod, sondern über Leid. Wie ist es mit dem Leid der Tiere? Ja, das ist aber ein ganz anderer Faktor, was er ist. Ja, aber das ist schon auseinanderhalten. Nicht geregelt, man muss schon auseinanderhalten, was wir heute diskutieren. So, und wenn er grundsätzlich das ja nicht haben will, das ist eine Sache, da kann er sich für einsetzen, dann muss aber das Verbraucherverhalten verändert werden. Gut, die Verbraucher, so, die Verbraucher möchten... Da sind aber wir nicht dran schuld. Ja, die Verbraucher möchten, aber ich denke mal auch natürlich, oder viele Verbraucher
Verbraucher. Und ich glaube, es geht immer mehr in die Richtung. Die möchten wissen, wo die Tiere herkommen, denen sie essen. Und die möchten auch, und ich sage nicht alle, ich verallgemeine das nicht, aber viele möchten einfach auch, dass die Tiere ordentlich gehalten werden. Und darum geht es ja auch heute Nachmittag. Und ich denke, viele unserer Zuschauer schreiben deshalb auch, so wie Andrea Mulder, eigentlich können solche Aktionen gar nicht weit genug gehen. Allerdings sollte man das Problem an der Wurzel packen. Und das wäre erst einmal neue Gesetze in puncto Tierschutz. Das wären wohl erst die Politiker gefragt. Jetzt ist die Frage, wenn die Gesellschaft vielleicht immer mehr in die Richtung geht, ich möchte wissen, wo das Fleisch herkommt, ich möchte, dass die Tiere ordentlich gehalten werden, muss ich da nicht einfach was tun? Also es gibt ja schon viele Nachfolgesysteme, das ist ja in anderen Bereichen auch schon. Und da wird ja auch dran gearbeitet, um diesen nachzukommen. Und jetzt kommen wir aber zu einem Effekt, dafür brauche ich aber dann auch schon mal neue Ställe, die gebaut werden müssen. Weil mit den alten Ställen ist das vielleicht gar nicht mehr so machbar. Und in dem Moment, wo dann ein Kollege einen neuen Stall bauen wird, dann kommt dann das nächste Problem. Da gründet sich eine Bürgerinitiative, weil bestimmte Leute das nicht in ihrer Nachbarschaft haben wollen. Ja, gut so. Aber der neue Stall bietet mehr Tierschutz, bietet mehr Tierwohl als die alten Ställe. Ist dann wahrscheinlich ein bisschen größer, was dann wieder mit Massentierhaltung dargestellt wird. Aber dem einzelnen Tier geht es in den neuen Ställen, die nach modernsten Forschungsmethoden ja auch entwickelt worden sind, besser. Und das genau ist die Krux, was ich eben schon mal gesagt habe. Das eine, was die Gesellschaft will und was sie dann andererseits nicht tut und was sie wieder Gesellschaft